Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es nämlich heute um 10 Tage Vancouver von Juti Getzler. Das Ganze hat 525 Seiten, ist ein E-Book und hat leider nur 3 Sterne von mir bekommen. Ich werde euch jetzt im Folgenden natürlich auch darlegen, warum das so ist. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es ein interaktiver Liebesroman ist. Das bedeutet, der Leser hat eigentlich mit die Entscheidung, was denn eigentlich im Verlauf des Buches passiert. So kann man das jetzt natürlich sagen, aber eigentlich ist es ja nicht wirklich so, weil es tatsächlich nur eigentlich eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. Und zwar ist es nämlich so, in dem Buch geht es um Lara. Lara ist 26 Jahre alt, sie wohnt in Deutschland und sie ist total begeistert von Smart Town. Das ist eine US-amerikanische Serie. Eigentlich ist sie noch nicht mal unbedingt von dieser Serie jetzt so besonders begeistert, sondern von dem Hauptdarsteller. Und es ist nämlich Patrick. Als sie ihn das erste Mal gesehen hat in dieser Serie, da war sie sofort Hals über Kopf in ihn verliebt. Sie ist im Prinzip total besessen von ihm, kann man sagen. Also sie hat ihre ganze Wohnung mit Bildern von ihm tapeziert. Sie hat alle möglichen Informationen aus dem Internet und aus Zeitschriften und so über ihn zusammengesammelt. Sie weiß eigentlich so alles über ihn und ist so in Deutschland halt auch sehr einsam und hat nicht besonders viele Freunde, langweilt sich in ihrem Job und so und ist generell eigentlich eher unzufrieden. Vor allen Dingen, weil sie halt die ganze Zeit dieser Liebeskummer nach Patrick halt eben quält und so beschließt sie halt, ihr Geld dafür auszugeben, 10 Tage nach Vancouver zu reisen. Das ist dort, wo im Moment Smart Town gedreht wird, um ihn dort zu finden, um einmal mit ihm zu reden und dadurch diesen Liebeskummer zu überwinden und ihn sich endlich aus dem Kopf zu schlagen. Soweit, so gut. Sie fliegt also dorthin und als sie in Vancouver aus dem Flugzeug steigt, ist im Prinzip die Entscheidung für den Leser gekommen, denn er kann jetzt quasi zwischen 3 möglichen Dingen wählen, die Lara jetzt tun soll. Das ist, glaube ich, einmal auf eigene Faust einen Mietwagen sich mieten halt eben oder irgendwie einen besonders jungen Taxifahrer halt eben auszuwählen, weil er nach Serienjunkie aussieht oder so, und noch eine dritte Möglichkeit, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiß. Jedenfalls, das ist diese Entscheidungsmöglichkeit, die dann halt den restlichen Verlauf des Buches bestimmt. Denn je nachdem, welche Entscheidung man trifft, muss man halt eine andere Geschichte lesen. Ja, ich habe sie jetzt natürlich alle 3 gelesen und ich muss sagen, mir persönlich gefällt Nummer 2 am besten. Es ist dann, wie gesagt, so, dass in allen 3 Geschichten natürlich was anderes passiert. Also sie lernt in allen 3 Geschichten einen anderen Mann kennen oder andere Männer kennen. Sie lernt in allen 3 Geschichten Patrick kennen, in allen 3 Geschichten verhält er sich anders und auch ihre Gefühle sind halt immer anders und man kann sagen, dass das Ganze jedes Mal auch eine Liebesgeschichte beinhaltet. Also für mich hat es leider so gewirkt, dass all diese 3 Geschichten recht abgehackt waren. Und zwar ist es ja so, 10 Tage verbringt sie dort in Vancouver und in 10 Tagen ist es halt immer so, dass schon nach relativ kurzer Zeit, 1-2 Tagen oder meinetwegen auch noch am selben Tag, sich irgendjemand dort halt sehr, sehr stark verliebt. Dass es sozusagen jedes Mal Liebe auf den ersten Blick ist, dass diese Gefühle wirklich sehr, sehr stark sind, dass dann halt eben irgendwann auch eine Entscheidung natürlich gefordert wird. Und ich finde immer, dass das alles, alles so Knall auf Fall immer passiert ist, dass gar nicht so richtige Emotionen rüberkam. Ich meine, es kamen natürlich sehr, sehr viele Emotionen rüber. Es wurde sehr, sehr viel über Emotionen auch gesprochen. Nicht nur von Lara, sondern auch von den jeweiligen Typen, was ich schon alleine nicht besonders glaubhaft halte, dass die ihr tatsächlich alle irgendwie so ihr Herz ausschütten. Aber überhaupt dieses ganze Gefühlsduselige, sag ich mal, hat auf mich nicht so besonders glaubwürdig gewirkt, weil es halt eben immer schon so direkt nach ein paar Tagen, Stunden, wie auch immer, alles schon einfach so da war. Obwohl man sich halt überhaupt nicht richtig kannte oder so. Ich meine, natürlich Liebe auf den ersten Blick und so, aber auf mich wirkten diese ganzen Personen dann auch immer recht fordernd. Natürlich sehr, sehr rücksichtsvoll auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt doch sehr drängend. Und das hat mir irgendwie nicht so besonders gut gefallen.
Besonders in der ersten Geschichte finde ich emotionsmäßig überhaupt nicht nachvollziehbar. Also besonders zum Ende hin ist dann halt ein Gefühlsumschwung, sage ich mal, wie Tag und Nacht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, was ich auch nicht glaube, dass es tatsächlich so eintritt, wie es dann im Endeffekt war. Die zweite Geschichte, wie ich schon gesagt habe, hat mir von der Story, von der Umsetzung und allem wirklich sehr, sehr gut gefallen. Man merkte die ganze Zeit, über den beiden Protagonisten in dieser Geschichte hängt die ganze Zeit eine düstere Wolke, die dazu führen kann, dass die Geschichte nicht besonders gut ausgeht. Ich finde, für mich geht die Geschichte auch nicht gut aus, denn die Geschichte endet für mich einfach mittendrin. Es ist in allen Geschichten so, dass diese 10 Tage halt eben detailliert beschrieben werden, dass am 10. Tag dann auch Schluss ist. Und so ist es halt in der zweiten Geschichte auch, aber leider ist es halt so, dass dann einfach mitten in der Geschichte tatsächlich ein Cut ist. Man weiß einfach nicht, wie es dann ausgeht. Geht's gut aus? Geht's schlecht aus? Spricht man sich noch aus oder nicht? Und der Leser hängt einfach komplett in der Luft und das, finde ich, einfach hat die komplette Geschichte im Endeffekt dann kaputt gemacht. Sodass sie im Endeffekt dann gar nicht mehr so toll war. Die dritte Geschichte ist eigentlich auch ganz nett und ganz süß geschrieben, finde ich. Da ist es aber auch, wie gesagt, wie in der ersten Geschichte auch wieder so, dass dort wieder sehr, sehr viel gefordert wird von einem Teil der Protagonisten, was ich einfach auch nicht so toll finde. Wie gesagt, ich finde das Ganze einfach nicht authentisch genug. Ich finde auch die Sache mit dem interaktiven Buch nicht so besonders toll ausgearbeitet, weil es ist ja eigentlich nicht so, dass der Leser wirklich da ein Entscheidungsrecht hat, sage ich mal. Also ich habe zum Beispiel schon mal ein Buch gelesen, das hieß Ehrlich gefährlich. Das war auch so ein interaktiver Roman, wo man halt mehrere Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Also es wurde meinetwegen nach 1 oder 2 Kapiteln wurde eine Auswahlmöglichkeit gestellt. Man musste wählen und so geht es dann in der Geschichte weiter. Und dann musste man aber noch mehrmals weiter entscheiden, sodass sich tatsächlich je nach der Entscheidung des Lesers die Geschichte verändert hat und auch verschiedene Enden dann halt rauskamen. Das fand ich besser, wobei mir das Buch auch nicht so sehr gut gefallen hat. Also es hätte auch mehr ausgearbeitet werden können, aber das hätte ich mir eigentlich für dieses Buch auch gewünscht. Weil so sind es halt eigentlich nur, sag ich mal, 3 verschiedene Geschichten mit ähnlichen Protagonisten. Also es taucht, wie gesagt, halt immer Lara auf, es taucht immer Patrick auf und noch ein oder andere Nebencharaktere, die dann noch erwähnt werden, sage ich mal. Und dann halt diese andere Männer, die sie halt trifft. Es sind dann natürlich immer andere Storys und so, aber es endet halt so eigentlich immer relativ ähnlich, sage ich mal, von den Gefühlen her. Und das finde ich halt schade, weil es wird halt mit einem interaktiven Buch irgendwie geworben und so tatsächlich interaktiv finde ich es jetzt halt nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass entweder wirklich tatsächlich nur eine von diesen Geschichten gewählt wird und dann irgendwie weiter ausgearbeitet wird oder dass es halt tatsächlich mehrere Entscheidungspunkte gegeben hätte. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden. Nichtsdestotrotz waren das süße Geschichten. Es war auch ganz interessant zu sehen, wie verschieden halt diese Reise von Lara dann ausgehen kann, in was für verschiedene Richtungen es geht. Es war auf jeden Fall ganz nett für zwischendurch, aber es war halt nicht so komplett das, was ich mir jetzt darunter hätte vorgestellt. Was ein bisschen schade ist. Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall eine nette Lektüre und hat dennoch Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!